Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Hast du einen Traum, der tief in dir ist und der reifen darf? Vielleicht auch einen Traum, der mit Tieren zu tun hat, zum Beispiel deine Berufung zu leben oder ein gewisses Projekt auf die Beine zu stellen? Ja, wir werden in dieser Episode mal zu zweit, Kim ist wieder mit dabei und ich, wir werden mal über das Thema sprechen, wie ich meinen größten Traum im Tierbereich umgesetzt habe. Also bleib dran, wenn du mehr darüber hören willst, wie es von der Vision in die Umsetzung gehen kann und wie lange das manchmal dauert und dass das auch okay ist, dass es ein paar Jahre dauern kann. Ja, herzlich willkommen. Hallo Kim. Genau, wir wollen euch natürlich erstmal begrüßen im neuen Jahr, ne? Bevor wir das vergessen. Und wir hatten eben darüber gesprochen, worüber wollen wir jetzt sprechen im neuen Jahr? Mit welcher Episode fangen wir das Ganze mal an? Und Kim hatte eine tolle Idee. Und zwar, wie wollen wir denn vielleicht mal sprechen über eine Sache, die bei mir schon lange gereift hat und die jetzt in die Umsetzung kommt. Genau. Und soll ich es verraten oder möchtest du, Kim? Ja, also ich verrate dir ein kleines bisschen was. Das wird ja jetzt sowieso Thema. Also muss ich jetzt ja gar nicht alles sagen. Aber es wird bei der Seelenfreunde Tierakademie schon ganz, ganz bald, und zwar im Februar, einen ganz tollen Tierkongress geben. Für Menschen, die entweder ein eigenes Tier haben oder auch mit Tieren arbeiten. Und die Sonja hat da ganz tolle Experten zusammengeholt. Und ja, es wird einfach magisch. Und sie hat da so viele tolle Ideen für gehabt, die ja auch wirklich entweder für das mal kurz reinschnuppern gut sind oder auch, wenn man es eben vertiefen möchte, auch noch weitergehen kann. Und sie hat da auch noch ein paar Regeln ausgehebelt, die für Kongresse ziemlich normal sind, weil sie gesagt hat, nein, ich mache das aber anders, was ich auch wieder cool finde. Das spricht so Bände. Ja, das ist auch etwas, was wir beide irgendwie, was uns sehr eint, dass wir immer so ja nochmal ganz eigene Ansätze entwickeln möchten und auch ja bereit sind, auch alte Konzepte zu brechen. Ja, deswegen feiere ich sie ja immer wieder. Und genau, jetzt erzählt die Sonja vielleicht am besten mal, wie das überhaupt alles angefangen hat, dass sie von so einem Kongress träumt. Ja, also ich habe mich ja 2014 selbstständig gemacht, eben damals noch als Tierkommunikatorin, und habe aber immer schon gemerkt, eben es braucht da noch viel mehr als das. Da haben wir ja schon viel drüber gesprochen hier auf diesem Podcast, da will ich jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, warum unser Ansatz ja inzwischen ist, wirklich mit Mensch und Tier zusammenzuarbeiten und auch die Menschen in ihre Kraft zu bringen, auf ihren Weg zu bringen. Und ja, so war es eigentlich auch, dass es nicht nur inhaltlich bei mir mehr und mehr darum ging, dass ich mehr dann ins Coaching gegangen bin und eben mit beiden im Team gearbeitet habe, sondern dass ich auch gemerkt habe, also ich finde, die Tierwelt braucht noch generell mehr Veränderung. Und es sind auch schon viele tolle Menschen da, die nach Veränderung fragen. Also die sagen, oh, ich bin auch ein Tierexperte und ich möchte auch zum Beispiel die Botschaft in die Welt bringen, man muss nicht Druck ausüben, um wirklich das Vertrauen der Tiere zu bekommen, um miteinander einen Weg zu finden. Man kann auch, es gibt auch 1000 Alternativen noch zum klassischen Tierarzt, oder der kann auch von uns was lernen, wir können von ihm was lernen, das kann alles ineinander fließen, das darf alles Hand in Hand gehen. Und da war einfach meine Vision, Experten zusammenzubringen, was wir ja auch gemacht haben die letzten Jahre in der Tierakademie. Zum Beispiel ja eben auch Kim, dich dabei und andere, wie sich das dann so zusammengefügt hat. Und ich wollte schon seit 2015 einen Tier-Online-Kongress machen, weil damals so die ersten Online-Kongresse aufgekommen sind. Zumindest habe ich es damals das erste Mal mitbekommen. Das war noch eine neue Sache. Und dann dachte ich mir immer so, wow, wie kannst du das denn selber schaffen, sowas Großes auf die Beine zu stellen? Weil es gehört ja auch viel Organisation dazu. Und dass man überhaupt Kontakte hat zu anderen, wo man sagt, ja cool, die haben was zu sagen und die passen zu mir, zu meiner Botschaft und zu meinen Kunden. Und ja, da muss man sich nicht erst groß vorstellen, sondern das läuft schon so ein bisschen. Genau. Und seitdem war die Idee immer mal wieder da. Ich habe sie so in den Hintergrund gepackt und jetzt dieses Jahr ist die Zeit reif, es endlich anzugehen, 7 Jahre danach.
Ja, wow. Also das heißt, die Vision ist halt auch einfach, die Menschen noch mehr zusammenzubringen, weil ich meine, ist ja auch klar, wenn jetzt da ein Experte mit dabei ist, der holt ja auch wieder seine Leute irgendwie mit in den Kongress und sagt, boah, schaut mal, wir haben da was ganz Tolles für euch. Na, also das ist ja auch üblich, häufig bei Kongressen, das ist ja bei unserem auch so, dass ja so die ersten Interviews, wenn man jetzt nicht gerade das Bundle dann kauft, ne, ist ja eigentlich erstmal alles gratis. Und das ist ja total schön, auch einfach mal, um so ein bisschen Input sich mal so nebenbei zu holen, sage ich jetzt mal für viele. Ne? Also das ist die Schwelle ist ja niedrig, um wirklich mal zu sagen, war cool, ich schnapp mir das jetzt. Ne? Und so kommen ja auch verschiedenste Menschen plötzlich zusammen. Also sehen auf einmal dich, Menschen, die vielleicht gar nicht dich so auf dem Schirm hatten und andersrum deine Leute sehen, diese Experten. Also das mischt sich ja einmal so richtig schön durch in einem Kongress und die Welt erweitert sich halt, also gerade die Tierwelt in unserem Fall erweitert sich halt wirklich explosionsartig nochmal mit so vielen Möglichkeiten, so viel Potenzial. Und also das war für dich, das hast du wahrscheinlich dann schon gewittert, so eigentlich eine Riesenerfüllung für dein Ziel, eben diese Veränderung zu bringen, schätze ich mal. Genau. Einen kleinen Kobold, der immer hier reinläuft heute, der Thorsten, ist ganz aufgeregt. Meine Katzen haben mich natürlich auch immer wieder in meine Kraft gebracht. Ja, jetzt wirft er Sachen runter. Typisch Katze. So, wirf mal das Glas vom Tisch, so nach dem Motto. Halt auch sagen, dass er das findet, ne? Ja, so nach dem Motto, Gegenstände sind doch nur dazu da, nur dahingestellt, damit ich sie runterwerfen kann. Er hat vielleicht sinnbildlich gesagt, weg mit dem alten Scheiß. Ja, genau. Also ja, dieses Zusammenbringen und ich merke auch, es ist jetzt halt auch eine andere Zeit nochmal. Also, es sind jetzt so viele, mit denen wir ja auch zu tun haben, die eben auch ein Tierbusiness haben. Und ich hätte auch noch mehr Experten dazu nehmen können zu dem Kongress, sicherlich. Ich habe jetzt erstmal die genommen, die ich auch gut kenne, wo ich weiß, wie die ticken, welche Arbeitsweise die haben. Viele sind ja eben auch schon aus der Tierakademie, ein paar, mit denen habe ich auch schon mal was gemacht. Und ja, da ist es natürlich jetzt erstmal leichter. Heißt ja nicht, dass es dabei bleibt. Aber was mir auch wichtig ist, so generell in Sachen Online-Kongress, ich weiß ja nicht, wie viel ihr da draußen vielleicht schon mal teilgenommen habt an solchen Angeboten, egal in welcher Sparte. Das kann auch schnell so ein Overload sein an Infos, an Sachen. Das ist ein Punkt, den wir auch anders machen. Also das kenne ich halt. Ich war jetzt auch noch nicht bei so vielen Online-Kongressen als Teilnehmer dabei. Aber ich kann das bis jetzt halt immer nur so, dass du so dieses hast. Ja, du hast jetzt einen Tag, da hast du zwei, drei, vier oder noch mehr Interviews und die musst du jetzt durchschauen in 24 Stunden. Ansonsten ist der Zugang wieder weg. Und du kannst dir ja das Bundle kaufen oder das Paket, Kongresspaket, und dann bekommst du die Interviews. Und ja, ich weiß halt selbst, wie überfordernd generell die Zeit gerade ist. Also man sowieso schon kaum hinterherkommt auf allen sozialen Medien und auf allem, was so einrieselt auf uns. Und das ist einfach mein Wunsch, dass man da ja einerseits schon diese Vielfalt hat. Wir haben halt viele verschiedene Themen, wir haben vier Themenbereiche. Aber dass man trotzdem auch in der Wahl, die man hat, was will ich mir jetzt vom Buffet runternehmen, sich nicht hasten muss. Weil das ist ja das Gleiche wie sonst an einem Essensbuffet, wenn du da hingehst und sagst, oh, ich muss mir das alles runternehmen, weil sonst ist es weg und sonst frisst mir jemand anders das weg. Und dann schlägst du dir den Bauch voll und hast dann da Bauchschmerzen und denkst dir so, Mist, es ist eine andere Herangehensweise, als wenn du sagst, ja, cool, dann nehme ich mir mal nacheinander ein Häppchen runter und guck mal, wie mir das bekommt und dann gehe ich vielleicht noch mal hin. Es ist einfach eine andere Herangehensweise. Genau, also du hast es ja dann so gemacht, dass es eben Interviews gibt, die kostenlos sind und dann noch Inhalte, die halt kostenpflichtig sind, die man dann, wenn man die Interviews angesprochen haben, eben im Bundle kaufen kann. Und aber diese Interviews, die kostenlosen, die sind jetzt auch nicht so, dass sie dann nach einem Tag verfallen oder so. Das kann man eben auch länger anschauen. Und es ist einfach, finde ich, ein total faires Angebot und auch was ich sehr liebe, ein nachhaltiges Angebot. Also nicht so, bäm, jetzt sind wir da und bäm, jetzt sind wir auch wieder weg, sondern eben, hey, wir haben hier ein total geiles Buffet für dich und
es vergammelt nicht innerhalb von 2 Tagen, sondern es bleibt auch da und du kannst dich eben bedienen und ja, genießen und das ist so schön. Also der Ansatz gefällt mir sehr, sehr gut und da gebe ich noch viel lieber was rein, tatsächlich. Also wenn das so läuft. Aber jetzt haben wir ja schon so viele Details verraten und ich denke aber, dass viele, die das jetzt anhören, natürlich sehr interessiert sind, wie du das manifestiert hast, wie du das in dein Feld gezogen hast, dass du diese ganzen vielen Leute kennst, dass du die Technik so meistern kannst, dass du, ja, ne, ich denke, das ist für viele auch eine Schwelle, ne, das überhaupt technisch auch hinzubekommen. Ja, dass du überhaupt diese Ideen so haben kannst und dich das auch traust, weil da gehört ja auch schon irgendwie Mut dazu, zu sagen, so, ich mache jetzt einen Online-Kongress. So, und, ne, also dieses Standing auch zu haben, zu sagen, ja, ich bin Veranstalterin von einem Online-Kongress für Tiere, ich bin Akademieleitung und das ist ja auch nichts gewesen, wo du 2015 mal eben dich hingestellt hättest und das so gesagt hättest. Das muss man ja auch entwickeln. Und die erste Frage, die ich dazu habe, ist, was glaubst du, war so der rote Faden bis hierher? Also wo hast du am meisten von profitiert? Was hat sich immer wiederholt, woran du gearbeitet hast? Oder was hat dir so durchgeholfen eigentlich? Also so, gibt es da irgendetwas, wo du sagst, wenn du nur darauf achtest, dann rückt sowas viel, viel näher. Ja, also es gibt genau einmal einen roten Faden und dann aber auch diese vielen Puzzleteile, die sich aneinander gereiht haben. Also es ist halt, man hat am Anfang einen Wunsch, eine Vision. Ich hatte zwischendurch ja eben auch diesen Wunsch, eine Firma zu gründen und dann die Tierakademie und so weiter und so fort. Und es ist natürlich nicht von Anfang an alles gleich da und perfekt, sondern das sind diese vielen kleinen Puzzleteilchen. Also ich sehe zum Beispiel auch, wir hatten 2016 und 17 war das, glaube ich, so ein Online-Tier-Adventskalender. Und da habe ich auch mit euch und auch mit anderen, die ich noch gar nicht kannte, habe ich einfach angeschrieben und da kooperiert. Und das war schon so das erste Übefeld. Wie ist es mit vielen gemeinsam ein Projekt zu machen, wo jeder was reingibt? Und jeden Tag dann eben seine Impulse und wie kann man das machen. Da hatte ich auch eine eigene Webseite für gebaut. Also es steckt da auch ein bisschen technisch noch mehr dahinter. Und es ist vieles, ja, im Kleinen ausprobieren und üben. Und das ist vielleicht dann der rote Faden, dran zu bleiben. Sich einfach immer wieder, also ich bin jemand, der braucht immer wieder Herausforderungen. Ich sehe einfach irgendwie mein ganzes Leben als ein Kunstwerk und immer wieder, welche Ideen habe ich noch, was will ich noch hinzufügen, wie kann ich das noch besser machen, was es schon gibt, welche nächsten Schritte kommen da und so bin ich halt, so ticke ich. Aber dass man da einfach ein Stück weit bei sich selbst hinschaut. Es gibt ja verschiedene Arten von Kreationstypen, sage ich mal. Also bei mir, ich bin eher so die Krake, hier und da und dort und jenes und das noch und dies noch und jenes. Manch einer ist vielleicht nicht so und macht lieber eins nach dem anderen und auch nicht zu viel gleichzeitig. Und das ist alles okay, aber finde heraus, wie kannst du gut arbeiten, wie kannst du weiterkommen und welche kleinen Schritte kannst du gehen? Und einfach, ja, so ein Stück weit. Dieses Ziel jetzt, das hat sich auch einfach so gezeigt. Also jetzt war das für mich so das einfachste, normalste der Welt, was es aber 2015 sicherlich nicht gewesen ist. Also man arbeitet sich vor oder geht immer wieder, steigt sozusagen auf verschiedene Berge, übt und dann ist es irgendwann voll easy, diesen kleinen Berg zu besteigen oder wenn man Muskeltraining macht, dann ist irgendwann reichen die Hanteln mit 5 Kilo nicht mehr, dann musst du schwerere nehmen und am Anfang konntest du sie kaum hochheben. Also das ist das. Und es wird halt nur dadurch leicht, erstmal natürlich, dass man dranbleibt, aber auch, dass man sich selbst kennenlernt und irgendwann auch sich nicht mehr reinreden lässt. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, oh, willst du eine Firma gründen oder willst du einen Online-Kongress machen? Oh, das ist doch viel zu schwer oder glaubst du, du kannst das oder keine Ahnung was, dass man dann einfach sagt, ja, hab du mal deine Meinung. Viel Spaß damit, aber ich mache es einfach. Also einerseits Ausdauer und Vorangehen, auch gerne mit Geduld, ne, weil Ausdauer und Vorangehen in großen Schritten laugt ja auch unheimlich aus. Ne, das geht mal vielleicht eine Zeit lang gut, aber wenn man sich so selbst so überfordert, irgendwann wehrt sich das System. So, ne, also dieses, was du gerade sagst, so mit diesem, ja, ich habe halt immer die Stufe genommen, die
gerade gepasst hat, nicht zu viel und auch nicht zu wenig dann wieder. Das ist nämlich dann auch kontraproduktiv, da wird einem auch langweilig. Das einmal, aber auch natürlich der Mut zu gehen und auch mal auszublenden, was andere so von sich geben. Und das ist ja nur deren Realität. Also das muss ja nicht die eigene sein. Und da gibt es auch diesen schönen Spruch, alle sagten, das geht nicht, bis einer kam und nicht wusste und hat es einfach gemacht. Ja, also das ist natürlich jetzt nicht in jedem Fall dann genau dieser Ablauf. Aber wir wissen ja oft, was andere denken. Und das bremst uns ja dann echt auch aus. Aber nein, wir müssen das nicht so machen. Wir können auch genauso, wie du sagst, sagen, ja, denk du das mal. Und ich mache es halt trotzdem. Und das ist für mich Mut. Das ist für mich derjenige, der auf den Drachen zureitet und sagt, irgendwie wird es schon klappen. Ne? Und das, ja, das ist schön. Und ich glaube, da ist nochmal ein ganz großer Schlüssel, das tun zu können, also einmal dran zu bleiben. Und auch diesen Mut aufzubringen, ist auch Leidenschaft, oder? Also das Herz für die Sache an sich. Ich glaube, wenn man das nämlich nur, sagen wir mal, für Geld macht oder für Prestige, also dass Leute sagen, oh, toll, du hast einen Kongress. Mhm. Aber das ist gar nicht das Herzensthema, es ist gar nicht die Vision, die aus dem Herzen kommt, sondern das ist halt einfach Ego-Booster. So, yeah, cool. Ne? Also das... Ich glaube, dann zieht man es auch ganz oft nicht durch, weil eigentlich die wahre Liebe dafür fehlt, oder? Wie siehst du das? Definitiv. Also ich weiß auch noch, ich war jetzt eben seit 2015 intensiv in allen möglichen Coaching, Business-Coaching-Sachen auch für mich, für mein Business. Ich habe viel ausprobiert und da wurde halt dann auch immer so groß verkauft. Du brauchst einen Online-Kongress oder du brauchst, was weiß ich, was auch immer, was man alles braucht, um dann darüber dies und das und jenes zu verkaufen, darüber dein Business zu machen. Und ich habe gelernt, immer wenn man etwas macht, weil einem verkauft wurde, du musst das jetzt so machen, das ist der Weg und dann wirst du danach das und das und das verdienen oder das wird sich daraus ergeben. Das hat nie für mich funktioniert, deswegen habe ich es ganz weggelegt und ich mache es wirklich einfach dann, weil es Spaß macht. Also von den Zahlen her ist es mir eigentlich egal, wie viele jetzt kommen oder nicht. Also natürlich würde ich mich freuen, wenn viele kommen, einfach weil diese Inspiration da ist. Aber ich habe jetzt nicht kalkuliert oder erwartet und dann muss da das und das und das rauskommen. Also wie gesagt, ich freue mich eben, wenn alle wirklich was davon haben. Aber wenn man halt zu sehr, sage ich mal, jetzt auf eine Sache setzt, weil einem gesagt wurde, das ist jetzt der richtige Weg, kann man vergessen. Und deswegen mache ich auch einfach ein paar Sachen einfach auch anders, als einem das sonst in den Erfolgsrezepten so gesagt wird. Also was, wenn es auch anders funktioniert oder was, wenn das auch gar nicht das Ziel ist, sondern es ist mehr so wirklich diese Veränderung, die wir in die Tierwelt bringen. Ja gut, dafür wäre es natürlich auch schön, wenn viele diese Inspiration abholen. Ja. Also das hoffen wir doch alle und auch die das jetzt gerade anhören und sich das nachher anschauen und sagen, boah, cool, vergesst das bloß nicht zu teilen. Genau, also das, ja klar, das freut uns, aber es ist halt nicht so dieses, ja, also wir werden natürlich auch eine Möglichkeit haben für alle, die sagen, boah, ich finde die Interviews, die habe ich mir angeguckt und ich will da in die Tiefe gehen, ich will Dinge umsetzen. Da gibt es noch ein Angebot, aber das muss man nicht wählen. Und natürlich, ihr kommt da noch mal sehr viel weiter damit, aber es ist halt nicht so, dass ich mir jetzt ausgerechnet habe, ja, und dann werde ich dadurch Millionär oder so. Ja, ich sag mal, und wenn es so ist, dann haben ganz viele Menschen ja auch einen Gegenwert dafür bekommen. Ja, also das ist ja das Schöne. Und ich liebe das. Also Nachhaltigkeit ist für mich auch eine Win-Win-Win-Situation. Und Win-Win-Win deshalb, weil ja nicht nur wir als Anbieter einen Gewinn haben und die Kunden einen Gewinn haben durch diese wechselseitige Wertschätzung, sage ich mal, sondern ja auch immer die Tiere, das dürfen wir ja nicht vergessen. Für die machen wir ja das alles am Ende, die Kunden wie wir auch. Also, dass die eben ein schönes Leben haben, dass sie sich verstanden fühlen, dass sie uns vertrauen, anvertrauen können, dass sie Rückhalt haben durch einen Menschen, der wirklich in sich ruht und ja, auch weiß, was er tut, aber nicht, weil andere ihm das vorgesagt haben, sondern weil er einfach ein Gefühl für sich und sein Tier und für das, was sie brauchen, entwickelt hat. Und das ist unsere Vision. Das ist das, was auch alle, denke ich, ich kenne jetzt alle nicht ganz so gut wie du, aber alle, die jetzt auch dabei sind, einfach auch vereint.
Ne, und deswegen sage ich, teile das gerne nicht nicht mal aus unserer Sicht, sondern auch für andere, weil vielleicht kriegen die es ja einfach nur nicht mit und finden das total klasse. Und was ich gerade auch noch zu sagen will, bevor es zu lange her ist, was du vorhin gesagt hast, mit diesem der Leidenschaft und Freude folgen und einfach auch mal machen, was jetzt vielleicht nicht gerade vorgegeben wird, und dem auch vertrauen, das ist ja nicht nur was fürs Business als guter Tipp, sondern das ist ja ein allgemeingültiger Tipp für jede Situation im Leben, oder? Also, das ist ja auch immer so die wir auch immer irgendwie einfließen lassen müssen, oder? Voll, also auch mit unseren eigenen Tieren natürlich. Also Dinge einfach mal auszuprobieren, mal zu schauen, wie ist es denn mit meinem Tier? Auch wenn alle gesagt haben, ja, keine Ahnung, Hunde dürfen nicht ins Bett oder sitzen, Flatter, aber oder du musst den Erziehungstipp XY so machen, weil es geht nur so. Was, wenn das vollkommen irrelevant ist für dich und dein Tier? Wenn es dann nicht funktioniert, so wie du es machst, okay, dann probier was anderes aus. Also das ist auch so das, was ich jedem mitgeben kann, egal ob im Business oder im sonstigen Leben. Mach es einfach praktisch. Probier die Dinge aus für dich, für dein Leben, für dein Business, für dein Tier. Natürlich nicht, wenn das Tier jetzt, ja, wenn es ein Notfall ist und du weißt, du musst jetzt dringend zum Arzt, weil sonst ist da nicht mehr viel mit ausprobieren. Das ist ganz klar. Notfälle sind da ausgeschlossen. Aber so bei den alltäglichen Dingen einfach Verschiedenes ausprobieren. Und wenn eins noch nicht funktioniert, dann probier es halt nochmal anders. Also das ist halt so, wie man Wege findet. Und natürlich kann man sich gewisse Wege auch kürzer machen oder einfacher machen, wenn man noch einen Experten dazu holt. Aber trotzdem, das sagen wir auch immer wieder, geh da auch nach deinem Gefühl. Passt dieser Tipp wirklich für dich? Genau, also es ist gut, würde es einen Rahmen sprengen, da jetzt tiefer zu gehen, aber so kurz gesagt ist ja so ein Experte auch ein bisschen, wenn man so will, ein Dienstleister wie ein Friseur auch. Und natürlich kann ich mich hinsetzen und sagen, und wie würden Sie meine Haare machen? Aber wenn sie dann sagt, ja, ich würde einen Irokesen schneiden, muss ich dann ja nicht sagen, okay. Bin ich immer noch sagen, nee, bin ich jetzt eigentlich nicht so gut. Also warum sollte man das denn im Tierbereich anders handhaben? Ne? Das so denke ich halt immer. Das ist schon toll, einen Friseur zu haben, vielleicht mal. Ne? Also man will vielleicht nicht alles alleine machen. Aber wäre doch wichtig, dass das ein Friseur ist, dem wichtig ist, dass es mir und jetzt in unserem Feld natürlich auch meinem Tier gefällt. Na, und das finde ich halt da mega wichtig. Ja. Ja, das ist gut zusammengefasst. Ja, und so sind einfach viele Puzzleteile, die zusammengekommen sind. Ich bin schon mega gespannt, ja, weil jeder der Experten ja auch wieder so seinen Blick hat, wie sich das vereinen wird. Also ich werde jetzt im Januar die ganzen Interviews aufnehmen. Ich habe heute schon das erste aufgenommen, werde ich natürlich auch schon viel lernen. Und ja. Total cool. Und eine Frage hätte ich vielleicht noch so zum Abschluss. Wie findest du das so? Du bist ja in der Co-Kreation mittlerweile mit verschiedensten Menschen. Und das fällt dir ja auch recht leicht einerseits. Und andererseits ist das ja auch wieder wechselseitig, ne? Also das ist ja nicht nur, dass du Menschen stärkst jetzt in dieser Co-Kreation, sondern ja, gibt es denn da auch so Dinge, wo du jetzt gerade total dankbar dafür bist, weil eben in der Co-Kreation mit bestimmten Menschen vielleicht sogar es erst so möglich wurde, hier dieses Ziel in die Wirklichkeit zu bringen. So. Also das ist ja auch, darf man auch nicht vergessen, diesen Aspekt, ne? Weil Gemeinschaft ist, glaube ich, auch etwas, was dieses Jahr ganz weit im Vordergrund steht für viele. Ja, es ist immer eine gegenseitige Inspiration. Also man muss halt einfach auch gucken, so ein Stück weit, das ist immer wieder die Herausforderung, wer tickt wie. Nur weil ich bin ein sehr schneller Umsetzer. Manchmal ist es auch so, dann tut es mir schon fast leid, aber ich kann dann nicht anders. Dann habe ich die Idee noch und das noch und das noch und das noch und man braucht dann erstmal ein gewisses Feedback wieder. Hey, was meinst du dazu oder die dazu und dazu und dazu? Und manch einer hat dann vielleicht gerade andere Prioritäten oder hat einfach ein anderes Tempo, in dem man nochmal über Dinge nachdenkt und bin ich schon wieder 5 Schritte weiter, dass man da einfach guckt. Aber auch die Menschen, die dann halt ein anderes Tempo haben, die haben wieder woanders ihre Stärke, dass sie zum Beispiel nochmal hinschauen, so hey, passt das denn wirklich oder keine Ahnung, dass sie dann einfach nochmal woanders oder vielleicht auch nochmal eine andere Energie reinbringen. Also das ist halt einfach das Coole, was ich bei uns erlebe, bei unserer Zusammenarbeit, auch
bei dir. Du gibst dann auch immer noch mal Feedback oder hast auch neue Ideen. Ein paar Ideen waren jetzt auch von dir. Wir haben ja einen Blog gestartet. Also gut, Blog an sich ist zwar jetzt nicht die neueste Erfindung des Jahrtausends. Aber wie wir das machen können, wie es halt auch leicht gehen kann, weil ich eigentlich nicht mehr so der Blogschreiber bin. Gut, da sind jetzt auch noch nicht 5000 Artikel drin, aber es ist da. Und ja, da muss man halt einfach gucken, ja, was passt zu wem. Und ja, dann gibt es halt ein paar Verrückte bei uns im Team, die so ähnlich sind wie ich und dann noch die Idee und die Idee und dann kommen wir von dem einen auf das andere und trotzdem geht es aber wieder zurück zu einer Energie, zu einer Grundrichtung, sage ich jetzt mal, dass man jetzt nicht komplett abkommt vom Kurs, das ist ja die hohe Kunst des Kreierens, dass du nicht komplett deinen Weg verlierst, sondern dass du schon immer wieder auch zurückkommst, aber Dinge und Ideen in das Ganze integrierst und dir einen Bereich auch nach dem anderen anschaust, den du veränderst im Business, also wir haben ja viel verändert jetzt im letzten Jahr, komplett die Strukturen, wie das Ganze funktioniert und trotzdem immer wieder auch auf einen Kurs kommt. Und ja. Ja, und das machst du halt auch sehr schön, ne? Also ohne jetzt irgendwie so ein Obrigkeitsding draus zu machen, führst du trotzdem das Schiff. Na, also so, dass man hat bei dir schon das Gefühl, dass du auch immer guckst, wo fahren wir denn hin? Und das ist ja auch wichtig, ne? Also sonst wäre das genau wie du sagst, irgendwann nur noch reines Chaos, wo so viele Menschen mit kreieren. Und das machst du ja auch so schön und jeder fühlt sich gesehen und ist motiviert, auch was reinzubringen. Und das ist echt, also ich finde es total schön, mit dem Team zu sein und mit dir. Bist du noch da? Ja, also, ja. Ja, ich bin noch da. Ganz aufmerksam zugehört. Ja, also das freut mich halt einfach, dass sowas auch immer selbstverständlicher wird. Gerade auch in der Tierwelt war das ja lange doch ein bisschen so, jeder hat so irgendwie Science gemacht und ja, also ja. Voll cool. Ja, also so, dass jeder schon auch seins hat, weil das ist halt, manche haben ja so eine Vorstellung von wegen, dann ist das so hippie-mäßig und wir teilen alles und haben keine eigene Identität mehr. Und da eben auch immer wieder zu gucken, wie kann jeder seins ausleben, weil das ist halt auch wichtig. Ich kann nämlich mit niemandem zusammen kreieren, der selber keine Vision für sich hat. Das geht ja nicht. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist nämlich dieses Maß halten zwischen ich und wir. Und meine Vision und unsere gemeinsame, genau, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Man kann eigentlich keine gemeinsam entwickeln, wenn der Einzelne keine eigene hat. Das ist, wow. Ja, muss man sich mal Ruhe geben, um das zu verarbeiten, glaube ich. Ja, schön. Das trifft auch sehr vieles im Leben nämlich zu. Ja. Ja. Genau, und vielleicht noch eine Abschlusssache dazu. Dann war noch eine andere Idee ja lange in meinem Kopf, beziehungsweise kam letztes Jahr, weiß nicht, vorletztes vielleicht auch, aber irgendwie kam die immer mal wieder so rein, von wegen, hey, wir wollen unser eigenes virtuelles Zuhause haben, weil da draußen die Welt wird ein bisschen verrückt und Social Media ist auch an der einen oder anderen Stelle so, dass mir zumindest Menschen zurückmelden. Ich habe wenig Bock, mich da noch rumzutreiben und mir geht es halt auch so. Also für mich privat wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr da. Ich bin nur auf gewissen Netzwerken, weil wir da natürlich unsere Fanpage haben und ich da den Austausch auch habe, aber für mich privat wenig. Und ja, da war einfach so der Wunsch, ja, was, wenn wir nicht unser eigenes bauen? Natürlich kann man nie ganz komplett sein eigenes bauen. Man ist immer auch mit allem, interagiert man ja und auf Tools, gewisse Tools ist man angewiesen. Aber es war so dieser Wunsch, lass uns eine App bauen. Wie auch immer das denn geht. Gut, und jetzt werden wir beides miteinander kombinieren. Das heißt, ihr werdet den Online-Kongress in unserer App, die jetzt gerade schon fertig ist, aber noch in den App-Stores freigeschaltet werden muss. Ja, das Ganze wird dort stattfinden. Und es ist nicht einfach nur eine App, um eine App zu haben, sondern es ist wirklich eine Online-Bibliothek von unseren Sachen. Weil das ist ja eben auch immer die Frage, wie macht man all die Bereiche sichtbar, die wir haben, mit all die Experten, sodass jeder ganz easy seinen Bereich finden kann von unseren Kunden. Und ja, ihr werdet da eben auch gratis Inhalte haben, unter anderem den Kongress, aber auch schon ein paar andere Dinge, die wir für euch vorbereitet haben. Da bin ich ganz happy, dass es beides Hand in Hand da geht. Sonja, die Frau der Tat. Immer so, für eine App. Da ist sie. Mega.
Ja, sucht einfach euren Weg. Also das ist es. Wenn man eine Idee hat, bleibt dran, bis es vor allem auch live geht. Also ich habe mir 5 Millionen Sachen da angeguckt, wie man sowas machen kann, und habe mich da erstmal eingearbeitet und geschaut, wie geht es denn leicht? Also was dient uns? Und das ist, manchmal gibt es diese Sachen noch nicht. Also manchmal ist man auch seiner Zeit voraus. Also wenn zum Beispiel jemand jetzt zuhört, der den Wunsch hat, so einen Lebenshof zu machen. Gibt ja auch so Menschen, die sagen, boah, ich würde gern so einen Hof gestalten mit Mensch und Tier und eine Begegnungsstätte und keine Ahnung was, aber ich habe jetzt noch nicht die Infrastruktur oder die Sachen, die ich haben will, das gibt es alles noch nicht oder keine Ahnung, das ist noch nicht wirklich umsetzbar. Dann bleibt dran, so lange, bis es da Systeme oder Möglichkeiten gibt, dass es halt leicht umsetzbar ist. Manchmal ist man, wie gesagt, dann ist man einfach schon, wenn ich jetzt vor 3 Jahren vielleicht den Wunsch gehabt hätte, hätte ich vielleicht nichts gefunden. Und irgendwann gibt es das dann. Da sehe ich immer vor mir so ein Waldstück, so ein wunderschönes Waldstück. Und es gibt verschiedene Wege. Es gibt die Wege, die sind dann eher ein Trampelpfad. Es gibt so schon asphaltierte Autostraßen. Und es gibt vielleicht sogar wirklich Gebüsche. Da muss man noch irgendwie sich durchkämpfen, ja, weil da noch keiner vor einem war. Und so ähnlich ist es doch auch, ja, was das betrifft. Also klar, wenn man einer der ersten Menschen ist, der diesen Weg geht, dann ist eben noch mehr im Weg oder noch weniger da. Da fehlt, wie du schön gesagt hast, die Infrastruktur. Und das passt dann auch gut zu meinem Bild, weil ja, wo viel Infrastruktur ist, da sind halt dann auch schon sehr viele Menschen. Da waren schon die Pioniere da. Und ja, also Sonja und ich, wir sind ja so Menschen, wir sind halt echt Pioniere aus ganzem Herzen. Wir lieben das sogar, wenn da noch nicht so viel los ist, wo wir lang gehen. Ne? Und manche mögen es vielleicht anders. Das ist auch okay. Das darf auch sein. Ne? Und gerade die Menschen, die jetzt vielleicht sich von uns auch inspiriert und angezogen fühlen und so mitkommen wollen, die profitieren ja von uns, die da schon sich durch die ersten Sachen durchgekämpft haben und haben es dadurch leichter. Und wenn das für sie schön ist, dann freuen wir uns ja auch. Ne? Also so jede Funktion ist ja wichtig. Die ja. Die Straße bauen, die Schilder stecken und die eben sich durch den Busch kämpfen. Ja, oder eben auch die so den Raum dann halten. Ne? Also, weil das ist auch wieder eine Kunst, da wirklich an einer Sache auch dran zu bleiben und zu sagen, okay, ich habe zwar viele Ideen und will nach vorne gehen, aber ich muss mich auch um hier und jetzt drum kümmern, dass alles funktioniert. Ja. Ja, man muss halt Prioritäten setzen, wie immer im Leben. Ne? Schön. Ja, vielen Dank. Also schön, dass du uns einen Einblick gewährt hast in den Entstehungsprozess. Ja, und natürlich auch für euch da draußen jetzt zuhören, einfach die Inspiration, wenn ihr einen Traum habt, bleibt dran, bis die Zeit reif ist. Also manchmal ist vielleicht die Zeit noch nicht reif, dann bringt es auch nichts, wenn man sich bewertet, oh, jetzt habe ich das noch nicht umgesetzt, sondern dann kommt das irgendwann noch, wenn man es nicht aufgibt. Ja, wenn man es wirklich will. Ne? Manchmal prüfen einen ja auf solche Hindernisse, ob es wirklich das ist. Das ja. Habe ich auch schon. Und das darf auch mal sein, dass man dann sagt, oh, vielleicht war es das doch nicht. Aber wenn es wirklich ja immer wieder kommt, dann ist das schon ein ziemlich sicheres Zeichen, dass das schon einen Grund hat. Ne? Ja. Genau. Dann freuen wir uns natürlich auf jeden, der beim Online-Kongress dabei ist. Der beginnt am 7.2. Das haben wir bis jetzt noch nicht gesagt. Und ja. Ihr bekommt den Link zur Anmeldung natürlich hier in den Shownotes. Und dann gibt es aber im Januar noch eine weitere Episode hier auf dem Podcast. Lasst euch überraschen, was es ist. Wir wissen es auch noch nicht. Wir haben ein paar Ideen. Ja. Okay. Also dann würde ich sagen, bis nächstes Mal und euch da draußen noch eine wundervolle Zeit.